Karten sowie PeopleGraph, das sind auch zwei Tools, welche interessant sein können. Sie sind wirklich sehr, sehr bildlich. Da wird eine Karte geliefert, da werden Symbole dargestellt und so können mehrere Leser, Leserinnen erreicht werden. Zack, ich entferne es, die beiden Produkte, Visualisierungsprodukte. Und jetzt habe ich Daten. Wichtig ist, dass das erkannt wird vom Excel. Das heißt, Gemeinden werden zum Beispiel nicht erkannt, aber Kantone schon oder Bundesländer oder Länder grundsätzlich. Ja, also es müssen schon anerkannt in Gänsefüßchen von Excel anerkannte geografische Einheiten sein. Und Aarau, ja, ich würde Aargau machen. Zack, pack. Und jetzt, wenn ich auf Einfügen gehe, dann fällt mir auf, ich habe hier Karten. Schwupps. Und ich habe hier etwas mit seinem Männlein. Schwupps. Zack. Und hier habe ich Daten auswählen. Erstellen. Und das war's. Es wird mir dargestellt, so grafisch. Ich kann natürlich auch Titeln anpassen. Kantone oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist das erstellt. Zack, pack. Formformatierung. Da können wir eventuell Farben anpassen, wobei die meisten Befehle nicht aktiv sind. Mal schauen, wie das jetzt beim Einfügen bei Zack, pack aussieht. Das ist alles Quatsch. Ich denke, hier kann ich bei der Schraube kann ich noch gewisse Sachen anpassen, ob das die Darstellung, Design oder Form. Ich nehme solche Sachen. Ich kann, ich nehme lieber so etwas. Ich kann Typus anpassen. Zack. Also ich kann schon ein bisschen mit dem spielen. Gell? Ich denke, am Ende ist das für viele Personen überschaubarer. Oder man kann sich besser etwas vorstellen, wenn ich die Zahlen so darstelle, als in einer Tabelle. Ich bin zwar Tabellentyp, also ich bräuchte das nicht, aber ich kenne viele Leute, welche froh sind um so etwas. Also, das ist PeopleGraph. Jetzt, nächster Schritt sind 3D-Karten. Schwupps, das ist wie immer, ich beziehe Position. Ich gehe auf 3D-Karte und zack, back, in 0, nix werden Daten erfasst. Sie werden erkannt als Schweizer Kantone und dementsprechend dargestellt. Und jetzt 3D-Karte kann ich wie ein Diagramm bearbeiten. Ich kann Diagrammtyp ändern. Ich kann Daten auswählen. Ich kann verschiedene Sachen machen, auch beim Format. Also grundsätzlich ist das ein Diagramm. Und das sind eigentlich das müssen wir im Auge behalten. Das da, das ist eine App. Und das ist eine interne Sache vom Excel, ein Kartendiagramm, aber unterstützt vom TomTom. Vielen Dank, TomTom.